Leute, was geht ab, Leute? Ich habe mich hier gerade hingechillt, Hohenzollernplatz. Das ist neu, das ist jetzt mittlerweile voll oft überall in der Stadt. Yeah, wir werden hier angespitzt. Ich treffe mich gleich mit Dimi und wir wollen Pho essen gehen. Ich habe ja diesen krassen Vietnamesen entdeckt. Mein Gott, wenn ich dran denke, der ist so soft. Ich war andere Dimension. Und der verkauft auch Pho. Und Dimi ist auch ein Nudelsuppen-Pho-Fan. Vor allem wegen Gewicht, Abnehmen und so ist er daran sehr interessiert. Und ich dachte mir, ey, wenn das andere Essen so saftig ist und qualitativ so geil ist, dann wird Pho wahrscheinlich auch so geil sein. Und auf dem Weg dahin laufen wir an meinem Kältekammer-Ding vorbei. Also schon mal da vielleicht spontan vorbei, falls wir reinkommen. Also normal braucht man einen Termin, aber es dauert nur 5 Minuten. Und also die sind jetzt nicht so beliebt, dass da alle 5 Minuten das voll ist. Deswegen denke ich mir, können wir da schon spontan vorbeischauen. Ja, erzähl mir deine Erfahrung, Mann. Was willst du mir sagen? Oder uns? War sehr gut. Für mich gut. Ich hatte hier Muskelschmerzen tatsächlich. In der Schulter von gestern. Ist weg. Ja, schon, gell? Ja. Habe ich es mir doch nicht eingebildet. Nein. Echt gut. Ja. Kälte ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Aber sobald du wieder rauskommst, langsam. Fühlt sich gut, ja. Ich bin positiv beeindruckt. Ja, kein Wunder, dass die Profis das auch immer machen. Weißt du, ich meine, es wird schon was bringen. Braucht man sich? Ja, zeig. Na, sag mal. Ich habe jetzt hier überwiesen. Das heißt, ich muss ja erstmal die Crow kaufen. Genau. Gibst du ja auf Crypto-Wallet? Dann gehst du auf Crypto, also Crow. Dann gehst du hier auf Buy. Dann kannst du hier auswählen, von wo du es kaufst, Kreditkarte, von der Crypto-Wallet oder Fiat. Nein, Fiat. Fiat ist es. Ja. Dann gehst du hier ein Maximal, kannst du 2700 Crow kaufen, okay. Sind 360 Euro, passt. Das war's. Mit Kokung. Ja. Bitteschön. Danke dir. Wir sind wieder da, Leute. Knusprigkeit 10 von 10, Mann. Weil viele, die sind einfach so lasch, die sind ja. Nicht so schön knusprig. Ich habe gerade E-Mail von meiner Steuerberaterin bekommen. Es hat nur, also bisher 1100 gekostet. Das andere war ja Vorzahlung. Und das hat jetzt, laut Berechnung 1100. Danke, vielen Dank. So. Ich habe eine Fischsuppe. Die mir hat irgendein Special angeboten. Ja, so karamellisiertes Hühnchen. Empfehlung des Hauses. Und ich dachte, du nimmst vor eigentlich. Du wolltest doch nur eine Suppe essen gehen. Ja, aber. Du hattest. Ich dachte mir jetzt, Alter, sowas habe ich auch noch nicht mehr gegessen. Ich esse ja immer, wenn ich asiatisch gehe, die Suppe. Ja, eben. Danke. Deswegen dachte ich, du holst ja wieder Suppe. Das war ich offen für alles, Mann. Hat der Hans gefallen? Ich nicht. Aber sehr lecker. Super würzig. Also Brühe stabil. Ich kann mir vorstellen, dass es vorher dann sehr lecker sein wird. Du wolltest Fleisch Endstart. Ja, Fleisch Endstart hier, gell? Und? Gute Empfehlung? Sehr gut. Vielen Dank. Wirklich sehr lecker. Wieder saftige Demo, Leute. So, Klima. Irgendwas für Klima. Jetzt auch
Wir sind jung, brauchen die Welt. Oh mein Gott, Mann. Das ist ja jetzt geiler Spruch. Geht weiter mit Essen, Leute. So. 15 Minuten später und. Also 15 Minuten nach Treffpunkt, kein Mensch da außer mir. Mein Gott, ey. Wieso sind Menschen so unzuverlässig, Leute? Eieieiei. Ei, 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 ei. Das heißt, selbst schon angeschoben. Ich bin angeschoben. Okay. Ich glaube, wenn ich selbstständig wäre, wäre es besser, oder? Natürlich wäre es besser. Ich viel mehr Kohle verlangen. Man. Nicht zu empfehlen, hier, Leute. Das ist Culotte, oder? Ich weiß nicht, die haben die Karte ein bisschen erneuert, seit ich das letzte Mal. US Beef Culotte. Culotte. Hab ich nie gehört, man. Letztes war ich im Juni. Ja, mit intensiver Marmorierung steht da. Saftig und herzhaft. Alter. Also das klingt schon auf jeden Fall schon mal super saftig, oder? Das klingt echt gut, ne? Aber ich glaube, vielleicht ist es ja auch so, weiß ich. Vielleicht kommt es ja nah ran an Wagyu. Wer weiß, ja. Culotte, hab ich noch nie gehört. Das hat noch nie gehört. Ja, ich auch. Krass, ich testet die Hauslimonade. Hauseistee schmeckt nach Hustensaft. Ja. Aber Tati Cesar, der sagt immer meistens, ja, schmeckt schon geil. Ist aber echt gut, Mann. Nicht schlecht. Ist so geil, Alter. Nicht, ja, ist schon, ist okay. Schon okay. Wollen wir mal tauschen? Ja, Mann. So gut, ja, probier du mal. Vielleicht schmeckt Tati das auch. Boah, das riecht, aber das ist ja so mit Grapefruit, glaube ich, oder sowas. Okay, die schmeckt echt nicht. Also die schmeckt auf jeden Fall besser. Besser, ja. Oder? Aber ja, die schmeckt echt nicht. Tut so nicht. Echt nicht. Also die ist schon einfach erfrischender. Ja. So, wann kommt denn eigentlich die liebe Laura, oder? Ja, die muss so. Wieso? Ich komm doch erst um 6. Ja, wahrscheinlich. Vom Lernfunk. Ja, natürlich. Also ich hab keine Vorteile. Ja, klar. Weißt du? Ja, doch, du musst halt nicht ständig einen Test holen. Das ist ja der. Doch, weil du trotzdem. Es gibt Länder, wo du trotzdem Test machen musst. Achso, beim Reisen meinst du jetzt? Ich dachte, du meinst jetzt Deutschland so. Im Alltag, dachte ich, meinst du jetzt? Ja, ich muss mich zweimal die Woche testen vor meinem Chef aus. Ja, okay, das ist madig. Weißt du, weil du ja trotzdem den Virus ja übertragen kannst. Ja? Und du kannst ihn trotzdem noch bekommen und du kannst ihn übertragen. Ja, genau. Da denke ich mir auch so, warum mache ich den Schmarrn überhaupt? Ja, richtig. Das denke ich mir auch. Jetzt genauso wie jetzt, weil die sagen, Clubs machen jetzt auf Oktober. Ich meine auch. Sie sind so schlau, die sind so schlau wie ein Spanzer. Vielleicht. Ja, Küche sind auch süß. Die können Tricks. Okay, meine noch. Ernsthaft? Ja. Aber ich weiß, ich war einmal angeln, wo wir in den USA waren, also war Chong auch dabei. Und da haben wir halt mit, ganz dekadent, mit Garnelen geangelt, quasi mit so kleinen. Genau, mit diesen kleinen Garnelendingern da geangelt. Und dann, ich weiß nicht, bei der 15. Garnele, die ich aufgespießt habe, weil die sind ja auch noch lebendig gewesen, tat es mir dann irgendwann echt leid. Und ich sage, ich kann das irgendwie nicht mehr, ich kann die nicht mehr aufspießen. Kein Plan, das ging irgendwie nicht. Oh, großes Herz, ein Herz für Tiere. Könntest du Würmer töten? Würmer? Ich würde die nicht mal anfassen, da fängt es schon mal an. Und was ist, wenn du jetzt überleben musst und du musst angeln und musst Würmer nehmen dafür? Ja, das ist ja was anderes, glaube ich. Kampf ums Überleben ist was anderes. Kampf ums Überleben. Was waren 13 Euro? Das heißt, über 2 Euro eine Garnele. Genieße sie, Horst. Ey, mit Brot und Soße, ja. Okay, wow. Das ist okay. Das wird's rausreißen. Bei Hotpot kosten extra Garnelen auch ungefähr so viel. Ja? Wie viel kriegst du da? Aber mehr wie 4? 5, 6? Nee, immer in 2er-Packs. 2er-Packs, 3,50 oder sowas, glaube ich. Ein bisschen billiger. Okay. Schießt du nach? Nein, das ist schon viel, gell? Das heißt, ich schieß nach. Ich glaube halt. Wie gesagt, alles, was ich heute jetzt hier entbehren kann, habe ich eh schon. Das läuft, das ist ja auch in Ordnung. Ich bin ja zufrieden mit dem, was ich habe und mit dem, was halt läuft jetzt. Aber ich habe gedacht, so vielleicht haue ich da alles irgendwie, wenn ich was kriege, haue ich alles rein, habe ich meine Ruhe. Ja. Okay. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Arbeit. Also eigentlich, ich habe schon Bock auf Nach Arbeit. Nach Level 4 Moves, ich habe ihn aufgebracht. Nein, aber ich habe schon Bock auf Arbeit. Ich meine, ich will ja kochen und so, ja. Aber ich will halt anders. Ich will nicht mehr. Ja, nicht müssen. Ich will nicht mehr diesen Scheiß da, weißt du, diesen Druck und alles. Ja. Habe ich keinen Bock mehr. Habe ich keinen Bock mehr. Weißt du, jeden Tag, jede Woche immer aufs Neue, weißt du? Ich sage jede Woche aufs Neue, wenn ich die Woche überstehe, dann geht's mir gut. Ja? Aber das sage ich jede Woche. Das hat noch ein Jahr, 52 Wochen, gell? Ja, jedes Mal, wenn ich denke, es ist nicht viel los, dann kommt der um die Ecke. Ja, nächste Woche. Ja, nächste Woche. Wie also sieht es aus mit Personal? Ja, schwierig, sehr alles klar. Du musst sie echt selbstständig machen. Ja.
Aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ist nicht, nee, aber so nicht. Dann weißt du, was du für deine Arbeit gibst. Ja, selbstständig oder halt, ich suche halt immer einen chilligen Job, oder? Wo ich da schon kochen kann und fertig. Ja. Haut rein, mein Salat kommt noch längst. Gerne. Ja, kaltes Wein. Mhm. Salat kommt gleich. Sie kennen sich mit dem heißen Stein aus, ja, genau. Alles gut. Ich rede, aber ich mache das schon. Machst du schon. Ja, ich muss mal hier mal was kippen, der Scheiße so, Alter. Ja. Ja. Schau mal, hab ich entgeweint, das hab ich auch. Ein geiles Steak bestellt, dann blickt er mir die Hüfte davon. Ich so, Alter, was soll ich damit? Da ist kein Fett, gar nichts dran, Alter. Also für mich muss ein... Dann auch so wie das aus. Voll traurig. Also ich bin ein Ribeye-Fan, Mann. Ja. Ja. Welchen Steak auch immer das war, wo du die Bilder hast. Also draußen. Ja. Ja. So ist das. Das ist ein Feedback. Bitte schon. Lauf dich, das ist zäh, Alter. Ja, die Idee ist schön, ganz schön gut, aber muss natürlich sein. Es ist zu viel Show. Du musst ja immer was Neues bringen, oder? Bullshit, Mann. Einfach gutes, gute Qualität, gutes Essen, fertig. Das kann mir halt auch. Magst du einfach Pommes? Schau ich mir tatsächlich zwei, drei. Wenn ich darf. Danke. Danke. Weißt du noch, wie es schmeckt? Ja. Wie Sojaschnitzel. Wie lange schon her? 2 Jahre jetzt schon. Aber Qualität sehr gut, oder? Ja. Ist sehr, sehr gut. Da kann man nichts sagen. Mann. Ja. Gute Qualität auf jeden Fall. Schön weich. Bisschen roh. Hast du bestellt ein Medium? Nee, gar nicht. Du bringst dir halt so. Ja. Kannst du selber garen. Okay. Bist dein eigener Koch, was? Okay. Mhm. Ja, und so ist es auch schon probiert. Mhm. Chimichurri, oder? Jetzt brauchen wir noch einen Stein. Jetzt brauchen wir noch einen Stein. Ja. Das wird gar nichts mehr. Grillgemüse ist aber nicht so geil. Nee. Was nicht so geil? Das Grillgemüse. Probieren wir. Das ist auch noch ganz leicht angebraten. Ja. Fehlt mir. Entschuldigung? Mhm. Der Grillgeschmack. Und Steine bräuchte man noch bitte. Wie viele Steine? Drei Stück. Nee, ich brauche keine. Also ich brauche jeden. Zwei Stück. Ja. Drei Stück bei mir. Da ist halt so ein bisschen, da fehlt so ein bisschen. Okay. Ja. Und es ist zu latschig eigentlich schon. Ja, man merkt, das ist ein All You Can Eat nebenbei. Ja, Beilage. Mhm. Oh. Ich weiß nicht, ob es hier gibt, aber ich kenne das vom Preis. Ja, das gibt es schon, glaube ich. Ach so. Ja. Ja. Ich will hier so kochen. Ja. Möchte auch gerne mal hingehen. Das ist sowas. Das, was Fanny gelernt hat, nur um wenn ich Kippe will. Genau. Gibt es auch hier, oder? Ich weiß nicht, ich kenne es doch vom Kreuzfahrt. Aber könnte man mal tun. Da würde ich auch gerne mal hingehen. Machen. Mhm. Was? Mein Gott. Nochmal ja, frag nochmal für die Kamera. Sag nochmal, wer ist denn deine Traumfrau Nonplusultra? Meine Frau natürlich. Hört ihr, Chat? Das ist ein Labersack. Jetzt sag. Keine Ahnung, Mann. Ganz ehrlich, oh Scheiße, ich hab echt, ich muss echt kurz überlegen. Ja, das war's auch schon.
Steak essen mit der TVA-Gruppe. Kommt in die Gruppe, Leute. Nee, Spaß könnt ihr gar nicht, die ist privat. Aber ihr könnt in unsere Telegram-Gruppe kommen. Ihr könnt saftig in Bitcoin, DFI, Cashflow investieren und dann könnt ihr saftig Steak essen gehen. Abaco Steakhouse heißt der Laden übrigens. Fleisch ist ganz lecker. Alter, Grillgemüse war so tot, man. Die Beilagen, Pommes ist echt solide, aber die Beilagen sind anders tot, man. Wirklich anders tot. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Bis hier in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren, serious business und ciao.